Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Maniac Menschen. Wir befinden uns im Garten von Dr. Fred. Sid wartet, dass der Sohn rauskommt. Bisher ist nichts passiert. Ich muss zugeben, ich habe auch gestern ein bisschen weitergespielt. Aber leider ist nach einer gewissen Zeit der Rechner, wo wir sagen, das Programm abgestürzt. Daher habe ich ein paar kleine Dinge rausgefunden. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass ich nicht weiß, wie ich den Sohn rauslocken kann. Ich dachte, es würde was bringen, wenn ich die Tür zumache. Ich habe mehrmals geläutet, aber es hat alles nichts gebracht. Aber so ein paar andere Dinge habe ich noch rausgefunden, die ich euch jetzt mal zeigen kann. Der erste ist gleich hier im Musikzimmer. Der rechts hier bei dem Bild von Edna ist, war Edna, ja. Und zwar habe ich am Anfang auch schon gesagt, dass jedes Kind bestimmte Dinge kann, bestimmte Sachen gut ist, und Sid kann halt, ist ein Musiker und kann daher das Klavier spielen. Jetzt hören wir etwas von ihm. Wer auf 8-Bit steht, dem wird das sehr gefallen haben. Schon interessant, was man ja damals alles machen musste, wie kompliziert das war. Ah, okay, die Vase konnte ich nicht mitnehmen. Um einfach so das, wie kompliziert es damals war, um einfach so ein Musikstück zu schreiben. Dann habe ich noch was anderes rausgefunden. Den Fernseher kann man einschalten. Ein Hallo an alle Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Ich bin Mark Itier und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Einfach per Post an uns schicken. Vergesst die Briefmarke nicht. Gut. Das hatte ich rausgefunden. Jetzt gehen wir wieder aus dem Raum raus. Ja, zur Tür gehen. Okay. Muss ich überlegen. Ah ja, dann habe ich noch was anderes rausgefunden. Dazu müssen wir jetzt ganz nach oben. Ja, weiter. Ja, hier. Das ganze Lauferei ist ein bisschen anstrengend immer. Immer die Wartezeiten, wenn sich der Raum wechselt. Ja, diese 5 Sekunden immer, die können einen schon ziemlich auf den Nerven gehen. Gerade dann, wenn man mehrere Räume durchqueren muss, um irgendwo hinzukommen. Ja, gut. Jetzt habe ich nämlich die Pepsi-Dose. Manchmal ist es Englisch, manchmal ist es Deutsch. Ich weiß nicht, ob es irgendwo mit der Höhe zu tun hat. Das letzte Mal habe ich nämlich ein bisschen weiter höher gezielt. Aber, Rülps. Jetzt ist die fleischfressende Pflanze ruhig. Und hier können Sie als Leiter benutzen. Also, das habe ich nämlich, das Plakat habe ich auch gelesen. Oder die Karte, was sagt, nicht das Plakat. Es zeigt die Bahn eines Meteors mit Einschlag auf der Erde. Gut, dann schauen wir mal durch das extrem starke Teleskop.
Wir sehen einen Baum. Okay, dann gibt es hier noch eine nette Kontrolltafel. Da wusste ich auch, dass ich Gott sei Dank diese 10 Cent Münze habe. Aber anfangs habe ich halt nur, habe ich Folgendes gemacht. Na, nicht linker Knopf. Ich habe halt die 10 Cent Münze. Dann einfach hier. Kontrolltafel. Das hat nicht funktioniert. Da muss ich nämlich genau hier auf den Schlitz zielen, Münzschlitz. Und schon funktioniert's. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe letztes Mal den rechten benutzt. Ich benutze jetzt einfach mal den linken. Ne, muss ich den rechten immer. Immer den rechten nehmen, okay. Habe ich absichtlich gemacht. Oh. Ah, nee, ah. Ich benutze. Gibt's immer so unterschiedliche Verben, dass man nicht genau weiß, hier was drücken. Es dreht sich. Okay, schauen wir mal durch. Wo sind? Ha. Oh. Was war das? Also das hat mich jetzt selbst auch ein bisschen überrascht. Ich weiß jetzt gar nicht, was es war. War es ein Mond? Meteor könnte es nicht gewesen sein. Oder einfach Mars oder anderen Planeten. Das war auch schon ein sehr starkes Teleskop gewesen sein. So, das nächste, was ich ausprobieren wollte, war erstmal den Kraftomat benutzen. Oh, Bernhard, hallo. Und damit wollte ich gleich runter, raus aus dem Haus und versuchen, das Gitter rauszunehmen, was links neben der Treppe ist. Ah, ich fühle mich jetzt viel stärker. Wenn man es nämlich versucht, sagten die immer, dass sie nicht genug Kraft dafür haben. Vielleicht wird es so klappen, zumindest hoffe ich das. Weil ich nämlich nicht weiß, wie ich sonst weitermachen soll. So langsam gehen mir nämlich die Ideen aus. Ja, ich weiß nur ein bisschen was. Ich weiß, dass ich den Fred, glaube ich, heißt der Sohn, aus dem Haus locken muss, aber nicht genau weiß, wie ich den jetzt rauskriege. Weil einen Briefkasten habe ich benutzt. Ich habe geklingelt, aber der kommt einfach nicht raus. Ja, jetzt gehen wir so ruhig. Und nochmal das kurze Stück, die Treppe runter. Also theoretisch wäre es ja ganz einfach, im Internet nachzuschauen, wo das und das ist. Ich brauche zum Beispiel einen Werkzeugkasten. Aber das möchte ich nicht machen. Möchte halt alles selber nochmal rausfinden. Und außerdem, obwohl, es juckt mich so ein bisschen einfach nachzugucken, okay, was ist da jetzt, wo ist das und das, ich weiß, ich brauche dies oder jenes. Ah, siehst du? Das hat geklappt. Kann ich jetzt runterklettern? Ja. Jetzt befinden wir uns unterhalb des Hauses. Sehr interessant. Okay, was ist das hier? Die Pflanze? Ich glaube, das ist die Entwickler. Ja, das ist Entwicklerflüssigkeit. Wie? Warte mal. Ich habe nichts, um es aufzusammeln. Ja, ich. Das wusste ich schon. Ich wollte einfach mal nur vorbeigehen. Ah. Oh. Verflucht. Was haben wir hier noch? Nur Wasserhaupthahn? Sonst? Ist hier noch was? Nee. Kann ich den mitnehmen? Nee. Warte mal. Benutzer habe ich. Warte mal, drücke. Drücke mal. Ziehe.
ein. Okay. Machen wir mal aus. Sicherheitshalber. Das ist ein bisschen merkwürdig, was jetzt gerade passiert. Oh nein. Das Pool ist schon wieder leer. Das Pool? Und wieder einmal schmilzt mein Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn ich mit jedem Pfennig rechnen muss? Immer versagt meine primitive Ausrüstung. Junge, der Meteor wird sauer sein. Tentakel, stillgestanden. Jawohl, Sir. Dr. Fred, Sir. Purpurnes Tentakel zur Verfügung, Sir. Schnell, untersuche den Reaktor. Jawohl, Sir. Warte, schalten wir mal aus wieder. Okay, gut. So, warte, nein. Ah, wieder piepen. Ich glaube, es piepen, na. Ich weiß nicht so richtig, wenn ich mal sowas gemacht habe, aus Versehen immer nimm oder sonst was, wie ich da wieder rauskomme. Daher muss ich mal versuchen, irgendwas zu machen. Nehmen oder sonstiges. Na, jetzt gehe ich mal weiter mit. Schon wieder piepen. Weiter mit Sid, so. Da ist anscheinend nichts, gehen wir raus. Damit rein ins Haus und zum Swimmingpool. Okay, schnell. Ich habe nämlich keine Ahnung, was der Popone-Tentakel macht oder wohin er geht. Reaktor müsste aber auf der anderen Seite sein. Also hoffe ich mal, dass ich auf der sicheren Seite bin und ich ihn nicht begegnen werde. Weil wäre schon ein bisschen schade, wenn ich den ganzen Weg nochmal gehen müsste, weil er mich in den Kerker sperrt. Oder eventuell sogar auffrisst. Da will ich erst piepen, ich war zu schnell. Und hier durch. In die kleine Kammer und raus zum Pool. Nanu? Ich gehe dort nicht rein. Der ist ja voll mit Wasser. So, ich glaube, ich brauche Bernhard. Bernhard dreht den Wasserhahn wieder, Hauptwasserhahn wieder aus. Oder ein. Keine Ahnung. Aber zuerst mal raus hier runter. So, dann muss ich auch den ganzen Weg hier wieder. Von dem dritten Stock sind sie, glaube ich. Ja, dritter. Ja. Ja. Zweiter, erster. Ja, das passt. Das ist der zweite Stock, dann der erste Stock. Hier ist das Fotolabor, nicht vergessen. Ich glaube, ich brauche da gar nichts. Ich habe sogar gesehen, es gibt im Internet eine Karte, also eine komplette Karte mit all den Räumen. So ein komplettes Bild ist das. Findet man, wenn man einfach Maniac Mansion in Google sucht. Ich habe das als kleines Vorschaubild gesehen. Ich wollte drauf drücken, aber ich habe es nicht getan. Na? Vielleicht, wenn ich das Spiel durch habe, mal. Oh, ich glaube, ich habe das Spiel bisher nur ein einziges Mal durchgespielt. Damals. Als Kind war das. So, Bernhard, du flutschst jetzt durch das Gitter. Okay. Ich hoffe, hier ist nicht irgendwas, was ich noch übersehen habe. Na? Ah, schon wieder.
So. Jetzt kann ich gehe zu machen. Gehe zu. Da. So, warte mal. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich muss den einschalten, um das Wasser abzudrehen. Gut. Ah, kommt hier Alarm? Okay, gehen wir mal rüber zu Sid. Da haben wir unseren Salat, oder den Alarm, besser gesagt. Nicht schon wieder. Wie werde ich je die Welt beherrschen? Wenn stets solche Dinge passieren. Tentakel, stillgestanden. Hier bin ich. Wir haben wieder ein Problem. Jawohl, Sir. So, also schnell. Oh, da ist ein Schlüssel. Sonst leuchtender Schlüssel. Okay, hier ein Radio nehmen. Was ist? Roter Knopf. Kühlstäbe. Okay, die packe ich jetzt nicht an. Die nehme ich auch nicht. Abfluss. Kann ich den öffnen? Ich weiß, wenn ich den roten Knopf drücke, ist vorbei. Okay, was passiert jetzt? Es ist niemand hier. Das Licht ausgemacht. Meine Güte. So, schnell wieder hoch. Das Wasser eindrehen. Okay. Ich lasse mal Bernhard das Wasser wieder. Oh, warte mal, Bernhard. Okay, aus. Ich glaube, aus, ne? Na? Ja, hört sich ganz gut an. Wieder zu Sid, den rausbringen. Nee, das war Bernhard wieder. Ich sagte Sid. Gut. Jetzt habe ich ein Radio. Das Radio kann ich öffnen, das weiß ich. Batterien! Yay! Jetzt habe ich einen leuchtenden Schlüssel. Oh Mann, ich habe so viele Schlüssel, ich muss überlegen, wo könnten die überall reinpassen? Wo habe ich noch nicht? Es kann natürlich sein, dass der in die Garage passt. Ich probiere das jetzt mal aus. Wenn ich hier schon in der Nähe bin, dann kann ich es auch gleich machen. Okay. Wir werden mal gucken. Hier ist irgendwie gar nichts, oder? Ha? Benutze leuchtender Schlüssel in Garagen. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Dann geht es ja offenbar einfach öffne. Kann ich das machen? Mal sehen. Ah! Natürlich immer. Oh, ich glaube, ich habe da noch was gefunden. Das ist manchmal Wasserhahnhandgriff. Dass ich immer hier so viele Verben habe, es ist schon ein bisschen verwirrend. Ich stand hier schon mal hier vor und dann konnte ich nichts machen, weil ich das Falsche gesagt habe, natürlich. Okay, hier hinten ist was Schild. Kofferraum. Gut, dann machen wir erstmal den Kofferraum auf. Kofferraum ist zu. Leuchtender Schlüssel vielleicht? Klappt nicht. Dann hatten wir hier noch einen Aufkleber. Ja. Ich, Herz, Weird Ed. Okay, liebe. Weird Ed. Oder einfach ich liebe. Ja. Nummernschild. THX 1138.
Dann, warte mal, da ist doch noch das Gelbe. Das kann ich nicht aufnehmen, okay, aber lesen kannst du es. Tentakel an Bord. Was ist hier noch? Umgebaute. Was ist Etzel? Hä? Heißt das Auto so? Anscheinend, oder? Umgebauter Raketenmotor. Aha. Okay. Öffne? Nein. Scheint sich nicht zu öffnen. Okay. Dann gehen wir auch mal wieder hier raus. Da habe ich schon alles, was ich brauche. So. Aha. Gut. So, jetzt natürlich die Frage, wofür kann der leuchtende Schlüssel sein? Oder wo ist ein Schloss? Unten im Kerker ist noch ein paar Piepen. Schon wieder. Gut. Da hat gerade einer meiner Mitbewohner ganz schön Lärm gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Ah ja, ja, okay. Hatte ich schon mal gemacht. Und der hat mir auch Bernhard. Habe ich das versuchen lassen? Warte, warte. Sag mal. Irgendwie glaube ich. Die Standuhr. Damit kann ich was machen. Also. Ich will einfach nicht glauben, dass die Standuhr nur da zum Spaß steht. Die Vase? Na? Nee, soll ich nehmen. Ich kann das nicht aufheben. Okay, warte, was haben wir jetzt nochmal? Einen leuchtenden Schlüssel. Und genau. So, warte mal. Mit dem Schlüssel, den gebe ich jetzt noch Bernhard, weil der ist unser Schlüsselmeister. Warte, Bernhard. Irgendwie macht einer meiner Mitbewohner immer noch einen ziemlichen Radau. Jetzt ist mir das auch egal. Ne? Ah, schon wieder. Ich dachte, ich bin da. Na, nicht was ist. Nein, nein, gehe zu. Gut, muss hier nämlich raus. Okay. Ah, schon wieder. Piepen. Und rein ins Haus zu Sid ins Foyer. So. Sid. Ja, wunderbar. Jetzt gibst du mal den leuchtenden Schlüssel zu Bernhard. Mir bleibt ja noch das Radio und Batterien übrig. Gut, das ist schon. Wir haben wieder vieles geschafft. Gut, die Uhr tickt noch, das ist sehr schön. Das nächste Mal werden wir ins Badezimmer gehen, um dann endlich das Wasser auch in der Badewanne einzuschalten. Damit können wir dann die Mumie fortbewegen und dann sehen, was sich dahinter verbirgt, was da geschrieben steht auf der Wand. Da ist nämlich etwas, was wir brauchen werden. So, und ich sage jetzt von hier aus erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.